Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode Monster Hunter World. Wir sind gerade hier gelandet und gehen jetzt nach oben zur Schmiede, wie er uns gesagt hat in der letzten Folge. Ihr wisst ja noch. Das heißt, ups. Funktioniert alles? Ja. Ich bin immer noch. Ich hab ein neues Setup hier. Hier drüben. Und da hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Ich hoffe, mit der Qualität wird es auch besser. Und jetzt so langsam könnte ich mich an andere Dinge... Du gehörst zur fünften Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der ersten. Aber das war vor langer Zeit. Okay. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Nur in der neuen. Okay. Ja, hier noch ein bisschen was umgestellt. Sollte alles eigentlich auf 4K oder so laufen. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Ich hoffe, das funktioniert so. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Ja, schon ein bisschen. Ich weiß hier gar nichts. Was für eine Waffe spielen wir? Schön warm. Das ist ein Riesenfeuer. Gehen wir zur Kantine. Schauen wir sie uns an. Ja? Bis dann denn. Ups. Zur Kantine, ja. Fressen. Genau. Die Kantine? Ich bin dabei. Oh ja, das fühle ich. Ah, oh, lecker essen. Hier drüben. Ja, Essen. Oh, das Steak. Ah, lecker. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben. Hey, du. Oh, Kätzchen. Lukas. Gleich krapschen. Ich wusste, du schaffst das. Ja. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Gut. Da ihr jetzt alle hier seid, nachdem... Ja, das überspringen wir, ha? Danke, Sir. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Das sind im Prinzip alle. Das neue, die Drachen, sie fällt etwa. No? Mit Hilfe der Fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Das überspringen wir, ha? Jetzt. So schnell wie möglich. Jäger untersucht. Sind schon dabei. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Natürlich. Endlich. Essen. Ihr habt ihn gehört. Ich war... Okay. Wegtreten. Wegtreten. Mhm. Hier drüben. Hier drüben. Ah, er will mit mir auch noch reden. Gut. Jo, wir müssen da rein. Unser schönes kleines Zuhause. Dieser Stall hier. Oh, schöner Stein. Und? Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Ja. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Welche Waffe spielen wir? Das ist eine gute Frage. Hier, Waffe. Ich würde gern Bogen spielen. Aber Insektenklebe wäre jetzt auch cool. Bogen oder Insektenklebe? Eine leichte Waffe, die Luftsprünge und Kontrolle über Insekten ermöglicht. Hm? Ja, ich kenne mich damit halt am besten aus.
Oder einfach ein Hammer. Hammer, Hammer. Hammered. Hammer time. Eine Fernkampfwaffe, bei der eine aufladbare Waffe, mit der du aus mittlerer Entfernung angreifen kannst. Ja. Ich weiß halt nicht mehr, wie die genau ging. Alles. Ich glaube, Kinsect wäre am Anfang sehr gut. Okay. Ich bin so weit ready. Genau. Wie das Insekt geil ausschaut. Ich habe es früher nur auf HD gespielt. Jetzt spiele ich auf 4K. Ich werde dort mit einer Quest warten. Ist abgefahren. Ich hoffe, ihr seht das auch. Ich hoffe, dass halt. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Okay. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Hey! Hier drüben! Ja, hier drüben? Was ist jetzt unsere Quest? In die Kantine, glaube ich, oder? Wir gehen nochmal zuerst zum Katzenboss. Wir reden mit ihm. Weil ich nochmal ewig gebraucht, bis ich zu ihm gekommen bin. Weil ich nicht wüsste, wie ich hier raufkomme. Ich habe vorher immer gedacht, hier unten. Ja, wie rede ich mit ihm? Wie rede ich mit ihm? Wie soll es gehen? Dabei kommt man hier durch den schmalen Gang hier rein. Mit ihm reden. Das hat mir früher mal richtig Nerven gekostet. Mit Geld bezahlen. Fleischgericht, ja. Oh, Fisch. Aha. Da kriegt man selber schon Hunger. Bisschen zu viel Fleisch, aber das ist halt bei Monster Hunter so. Genau zur rechten Zeit. Jo. Worauf warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Natürlich. Wir gehen jagen. Wir gehen auf die Jagd. Nimm die Jagd. Habe ich doch angenommen, oder? Jetzt. Ja. Habe ich gleich verdrückt. Let's go. Erster Kampf. Hallo. Okay, das ist unser Regelnummer. Jede Quest, unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Yagras zu erlegen. Auf dem Weg zur Basis sind wir Yagras begegnet. Hm? Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Ja. Willst du mal nachsehen? Ja. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission, immer alles mitnehmen, Leute. Immer alles mitnehmen. Sieh mal hinein und selbst wenn ihr es dann später verkauft. Ah ja. Hey, Partnerin. Okay. Genau. Die Insektenglefe ist eine Nahkampfwaffe, die Kinsekten kontrollieren kann. Mhm. Junge, ich weiß das. Das habe ich in der neuen Welt schon alles gemacht. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Sei vorsichtig. Jo. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Jo. Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Hier drüben! Jo. Ich weiß ein ja. Rudel Yagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen.
Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. So. Komm. Schön alles mitnehmen. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Ist ja klar. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Nimm mal. Gerne. Ja. Okay. Hier drüben. Ja, ist mir schon klar, dass die da drin sind. Alles mitnehmen. Ich kann hier halt mit der Insektenklebe nicht wirklich viel ausrichten. Aber okay. Nutze, was du kannst. Okay. Easy. Wird ein bisschen geschnetzelt. Reiß dich zusammen, okay? Gut. Schön auseinandergenommen. Ich hoffe, okay, die Qualität passt. Gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Auf Twitch meine ich. Ich streame auch gerade live auf Twitch. Da wird es, glaube ich, nicht ganz 4K sein. Nur auf YouTube, wenn ich das alles richtig hinbekommen habe. Ja, komm. Komm, da ist eh schon vorbei. Eigentlich könnt ihr eigentlich sich Materialien sammeln. Gibt's hier was? Etwas? Komm. Irgendwas, was ich brauchen könnte. Hä? Hier ist nichts? Die Leuchtedinger brauche ich nicht. Okay, ist vorbei. Schön. Easy. Ups. Ja, ein bisschen Geld. Übertragung zum Netzwerk, ja? Dauert jetzt? Gut, dich zu sehen. Ah, hallo. Aha. Aha. Okay. Ah, ja. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Nichts. Wirklich gar nichts. Was willst du? Sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm, Schmiede. Schön, schön. Waffe kaufen, Rüstung kaufen. Ja, verkaufen. Könnte man das. 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 Das haben wir ja nicht an. Von den Waffen her, mit was spiele ich auf gar keinen Fall? Mit dem vielleicht später mal, aber dann kann ich mir die Waffe ja auch schmieden. Okay. Hier. Da bist du ja, Fünferin. Fünferin. Ich bin Nummer 1.
Ja, Materialien kriege ich so raus. Ja. Das weiß ich schon. Oi. Es wird geschmiedet. Hm. Ah, dafür fehlt mir noch einiges. Gut. Kinsekt. Ja. Was haben wir? Heilung oder Gift? Medienforscht. Hm. Abtrennen und Gift. Stumpf. Das bedeutet hammermäßig. Hm. Stumpf und Heilung. Okay. Kinsek kaufen. Nö. Ausrüstung ändern. Jäger. Ich habe da ja das Kinsekt. Rüste ich das mal aus. Palico? Kann ich da was? Nein. Habe ich nichts zur Auswahl? Gut. Dann hier das gleich aktivieren. Ja. Schneeballschlacht, okay. Aber erst in der nächsten. Grüße. Ja, grüß dich auch. Ja. Ist alles so uninteressant hier. Sorry, Leute. Wir essen jetzt mal kurz was. Wieder so ein leckeres Fisch. Der Geruch. Einfach einzigartig. Und diese Präzision vom Meisterkoch. Hey, Partnerin. Ah. Ja. Kannst du dir auch von der Questtafel holen. Ach was. Dort gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Ja? Jawohl. Dann bist du also komplett sinnlos. Ja komm. Los geht's. Ab auf die Jagd. Okay, wir müssen eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu viele geworden. Genau. Ach was. Zu viele? Obwohl wir ständig davon essen? Kann doch gar nicht sein. Sind sie. Das, meine Liebe, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Ah. Sei vorsichtig. Okay. Kann ich deinen Kopf anvisieren? Gut, danke. Nein, daneben. Autsch.
nicht schlecht. Ja? Ich weiß, dass ich nicht schlecht bin. Wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Okay, wir bauen Meister. So. Wegen der Kestodons solltest du dir keine Sorgen machen. In diesem Wald gibt es noch viel größere Monster. Sei vorsichtig. Echt? Größere? Größer als die? Können die einheimischen Wesen nützlich sein. Lerne so viel wie möglich über sie. Mhm. Wie viele müssen wir denn noch jagen? Ah, da rechts sehe ich's. Ah, kann ich das jetzt schon? Ja. Gut, das hätte ich machen sollen. Nein. Ich will die fangen. So früh wie möglich damit anfangen. Sei vorsichtig. Ist hier sonst noch was? Irgendein Käfervieh? Ich weiß gar nicht. Sind die schon wieder da? Nein, schade. Dann gehe ich runter. Ja? Komm. So, gib mir das rote Material. Und so. Ah, der hat mich noch erwischt. Ups. Schön. Okay. Ihre Köpfe sind ziemlich hart. Es sind richtige Dickschädel. Nein. Ja. Willst du jetzt drauf gehen? Ganz umständlich. Autsch. Da ist die Mama sauer. Aber auch verständlich. Ja. Kestodons. Lauf nicht so weit weg. Okay, ich muss weg. Ich kann es aber so umgehen eigentlich. Was? So. Gute Arbeit. Damit wären wir hier so gut wie fertig. Moment okay. Mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich soll herkommen? Wieso? Ich habe hier noch jede Menge Arbeit. Wieso ist jetzt hier alles schwarz? Seht ihr noch was? Ich hoffe. Sorry, ich muss kurz Aufnahme läuft noch. Da war ganz kurz Schwarzbild. Hier drüben. Ja? Hier. Ach was. Da oben? Schau dir mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Oh. Oh Gott. Kau zwischendrein mal. Großjaras. Dass aus den kleinen Dingen sowas Verstanden. Großes werden kann? Also gut, Partnerin. Da ist ein neuer Auftrag im Anmarsch. Erledige den Großjaras. Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagers-Quest später abschließen. Genau. Nö. Was will denn der?
Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst. Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Schön grillen. Also ich kann nicht höher. Ist meine Schärfe schon? Habe ich davor abgebrochen? Gut. Dass das nicht geschärft ist? Ja, da unten? Du bist hier? Ist auch irgendwie klar. Okay. Ja, was ist hier? Hier stand was. Ja, verstehe ich jetzt gerade nicht. Hier, schon wieder. Ach, da! Ja. Okay. Schön in den Baum hinein. Mal tauchen. Das wird mir interessieren. Es gibt einen Monsterhunter-Teil, wo man unter Wasser kämpfen kann. Den habe ich noch nie gespielt. Das wäre schon cool, mit einem Monster unter Wasser zu kämpfen. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Ja, ist mir schon klar. Ach, hier ist noch kein Gezuppel. Hi, Kleiner. Du kannst zur Schleuder wechseln, während du mit deiner Waffe zielst. Monster wegrennt, dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. Easy. Da unten willst du kämpfen, Kleiner? Ist mir völlig Schnuppe. Jawohl, du bist auf dem Monster. Jetzt kannst du es zu Fall bringen. Ja, schön, schön, schön. Schön, ja. Mach mal rein. Und. Schön. Es ist am Boden. Jetzt kannst du ran und es erledigen. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Gut. Hä? Du willst mir nach? Na, Kleiner, komm. Zu weit. Das Monster bewegt sich nicht mehr. Das ist deine Chance. Okay. Schnitz, Schnitz, Schnitz. Pass auf, wenn ein Monster wütend ist. Halte deine Klaue zurück, bis sich die Dinge etwas beruhigt haben. Oh Mann. Jetzt ist das Monster richtig wütend. Jo. Wappne dich für heftige Angriffe. Schön schleifen.
Was wollt ihr denn? Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Perfekt. Wo ist er jetzt hin? Hä? Da oben? Das wäre es, wenn der jetzt schläft. Hallo? Das war ein Elektrofrosch. Okay. Okay. Beruhig dich, Kleiner. Osch. Bam. Ah, immer noch nicht? Gib doch auf, Kleiner. Jetzt aber. Mit? Das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Die Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung durchdringen kann. Okay. Habe ich so gut wie noch nie eingesetzt. So, da ein bisschen lernen noch. Und hier. Ah, sonst noch irgendetwas? Wenn du dich festkrallst, kannst du dich weiterhin bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Greife zum richtigen Zeitpunkt an. Das Ding hat Schleudermunition fallen gelassen. Okay, schon wieder ins Reiten. Alter, wie oft geht denn das? Ja. Willst du mich verarschen? Geh doch zu Fall. Gute Nacht. Okay, gehen wir zurück und erstatten dem alten Mann Bericht. Großjagi. Du wurdest erledigt. Ja. Wir nehmen alles mit. Das ist so eine Stechkapsel, die ich früher nie wirklich eingesetzt. So. Gibt es hier sonst noch was? Ich weiß gar nicht, was gibt's hier noch in der Nähe? Alter, mein Bildschirm ist schon ziemlich am Ende. Und? Jetzt? Was ist das? Federn. Ich glaube, wir haben eine Spur.
Oh. Vielleicht. Gehen wir weiter. Sieht ja schön aus hier. Bisschen ruckelig, ne? Liegt das an mir? Hey. Oh, Buki, Buki. Buki, Buki. Du hattest recht. Ein Puke Puke. Ich finde ihn irgendwie süß. Etwas hat ihn aufgeregt. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Haufen. Ob das vom Sora Magdaros stammt? Ja, ein Haufen von Sora Magdaros. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? Jede Menge Scheiße. Haben wir mal gut gemacht hier. Hm? Verstehe. Aha. Genau. Sobald das Lager aufgeschlagen okay. ist, kannst du mit der Jagd auf den Puke Puke beginnen. Hm. Ich frage mich, wo die Ressourcenzentrale ist. Hier noch wie mit ihm schnell dir? Quatschen. Ja, mir geht's gut. Danke für die Nachfrage. Ich habe gerade ein Monster richtig aufs Maul gegeben. Also, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr da geliked und abonniert habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Monster Hunter World. Ciao, ciao, hab euch lieb. Und ich mache das hier jetzt immer so, ist ein bisschen besser.